einen Wächter. Wo wissen Sie, dass wir Wächter sind? Vorsicht! Reine Rücken. Das ist mir klar. Und? Ich warte schon. Ich hab dir einen Befehl gegeben! Das ist zu leicht. Ach ja, stimmt. Die greifen keine an, die jetzt irgendwie eine Rüstung oder sowas haben. Die Rüstung kriegen wir nur hiermit weg. Indem wir halt mit Y halt die Rüstung zerstören. Boom! 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 Dreckigen Krähen. Dem gebe ich auch noch. Und los, komm her. Ah, kurz zu spät. Was fällt dir ein, uns aufzuhalten? Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Boom! Geowurf und so. Und Smash Attack. Und Klein Attack. Und kleine Smash Attack. Und komm schon. Smash! Fällt noch mal eine kleine Nebeninformation bei den Reinen. Die Reinen sind halt alles Tytonen. Die lassen keine anderen bei sich rein, außer Söldner in der Art und Weise. Rettung durchbrechen. Also Rüstung durchbrechen. Manche Gegner tragen eine Rüstung. Durchbreche diese Rüstung mit einem Stoßangriff, um ihre Gesundheitsleiste freizuschalten. Ausweichmanöver, den habe ich jetzt leider nicht zu früh gekriegt. Und jetzt müssen wir ihn so. Batz, siehst du? Beschlag die Seile an den Käfig. Okay. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr rein tauchen. Ja. Kein Problem für mich. Bin dir was schuldig. Danke, Wächter. Danke fürs Freilassen. Ist mir was schuldig. Vielleicht habe ich damit meine Gefährtin gefunden, ne? Wie wär's, Süße? Wir sind frei, dank Glauben. Nein, dank mir, Affe. Vielen Dank. Ja, wäre gerne. Alle sind ja frei. Schnell, die wohin? Drängt. Wir müssen ins Hauptquartier okay zurück. Dann wollen wir mal. Ja, Batz. Ja, Batz. Ja, Batz. Natürlich ist dieser Angriff stark, aber er verbraucht natürlich, also er haut natürlich mehr Leben weg und damit kannst du weniger Treffer machen halt, in der Art und Weise, womit du auch weniger Punkte dann so machen kannst halt, ne, ist klar. Achso, ja, die Reihen lassen eigentlich keinen an sich, bei sich rein, außer halt Tytonen, aber selbst da unterscheiden sie halt noch in der Art und Weise. Und zwar sind einige reiner, andere sind nicht so rein und sag mir ein Ziel. Ja, kannst du ruhig machen, aber du kannst ruhig mal was eigenes machen. Ich glaube, diese Rußkreuze waren die waren ja das miserabelste bei denen in der Truppe. Achso, man darf auch nicht so oft einen selben Angriff machen, sonst kapieren die das bald. Und wissen sie halt dagegen zu wehren. Ah, cool, ich habe ihn gekontert, ohne dass ich wusste, dass ich ihn kontern sollte. Na komm! Alle drei auf ihn, los! Ja, das ist echt eine super schöne Flugsimulation, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht einfach wunderbar aus. Und lässt sich auch wirklich sehr schön spielen.
Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig halt mit der Steuerung in der Art und Weise. Aber die hat man nach ein paar Flugstunden halt raus. Los, Gas geben. Sehr gut, ich bin Bryony. Schön, dass ihr gekommen seid. Hast eben einen ordentlichen Flug hingelegt. Ich heiße Shark. Schön, kommst wohl von dem Dingsbumsbaum, hm? Gahul, ja, stimmt. Na, wunderbar. Gut, Freund, willkommen beim Widerstand. Wäre klasse, wenn du mitkommen und mit ankrallen könntest. Wie du siehst, fliegen hier in letzter Zeit ganz schön die Federn. Das macht schon für mich auch wieder keinen Sinn. Dingsbumsbaum. Gahul ist einer der legendären Bäume. Es ist eine Legende dort. Jedes Eulenkind hört von den legendären Geschichten und hast nicht gesehen und die sagt Gahul-Dingsbums da. Das finde ich ein bisschen unpassend. Wirf Gegner zu Boden, um zusätzlichen Schaden hinzuzufügen oder ihre Rüstung zu zerbrechen. Ja, ja, das mache ich auch immer ganz gerne. Deine Gesamtspielzeit beträgt 9 Stunden, 44 Minuten und 44 Sekunden. Wow, wenn wir jetzt noch 44 Stunden spielen. Bei Glauks, die Reinen greifen an. Sie sind gleich beim Hauptquartier. Wir müssen sofort evakuieren. Das Hauptquartier wird angegriffen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich will mal ein bisschen Energie sammeln. Tötet sie alle. So, er hat Rüstung hier, deswegen wird er von den nicht angegriffen. Zum Ruhm der Reinen. Ich mache immer Ärger. So, erstmal wieder einen anderen Attack einsetzen und zack. Tut den Widerstand. Bam. 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 Und nochmal Stoßangriff fürs Grande Finale. Absasa. Dann habe ich auch noch. Und wir die Flammenkammer aktiviert und so. Kein Problem für mich. Oh! Es ist ungünstig. Badkauz. Bringen wir die Jungeulen hier weg. Schnell, beschütze das Trägerteam und führe sie sicher zum neuen Hauptquartier. Mach ich. So, fliegen sie? Die fliegen. Gut. Dürfen wir uns nicht zu weit weg bewegen. Ein Hinterhalt! Die Träger werden angegriffen! Endlich was zu tun. Mich ist Verlass, junger Richter. Los! So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. So, kümmert sich jemand drum? Ja. Den kümmern wir uns dann einfach mal. So. Naira. Naira ist die, Königin der Reinen. Gemahlin im Kino-Style. Oh, das war ein super Combo-Team-Attacke. Kino-Style ist die, die Gemahlin des, Tyto halt. Also des hohen Tyto. Und im Buch ist sie die Gemahlin von Klut, weil er hat den anderen Tyto besiegt, von dem sie auch schon die Gemahlin war. Doch sie wollte, dass er ihn tötet und hat er getan und ja, keine Ahnung. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt kommen die ja schnell. Ein Hinterhalt! Die werden noch gar nicht angegriffen. So, lass mal ein bisschen was die anderen machen hier. Den müssen wir uns kümmern hier. Es gibt auch einen Erfolg, wenn du einen ins Wasser schmeißt. So, Netta, aber du musst es hiermit halt runterwerfen. Bats. Bam.
Und den Gnallschuss. Oh, Mehrfachschlag, Spiral.